Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein Currently Reading für euch. Yay! Tatsächlich liest auch Ferris mal wieder zwei Bücher parallel, sodass sich ein Currently Reading wirklich lohnt. Bei mir sind es drei und ja, ich würde sagen, deswegen fange ich mal an. Ja. Ich lese gerade zum Beispiel, nee, nicht zum Beispiel, ich lese gerade unter anderem Light It Up von Stella Tuck. Das ist die Fortsetzung von Beat It Up und ist noch von meiner alten Leseliste übrig geblieben. Da bin ich aber schon relativ weit, schon etwas über die Hälfte. Ich hatte das tatsächlich bis zur Hälfte so an ein, zwei Tagen als Hörbuch gehört und habe das dann jetzt so nebenbei mal weitergelesen. Ich glaube, das beende ich tatsächlich auch erst, wenn ich wieder arbeite, weil ich das dann zu Ende höre. Weil ich ja jetzt die anderen Bücher lese von meiner neuen Leseliste. Aber egal. Ja, ist New Adult und wie gesagt, die Fortsetzung von Beat It Up. Und in diesem Buch ist unter anderem Xander Price, den man aus Band 1 schon kennt, der Protagonist. Und mit wem er sich da so zusammentut und was er so erlebt, das müsst ihr dann selbst lesen. Ich möchte nicht so viel verraten. Gefällt mir bisher auf jeden Fall wieder ganz gut. Ist so richtig schön locker, leicht und lustig für zwischendurch. Und ja, das wird jetzt irgendwann die Tage mal so beendet, obwohl vielleicht lese ich das auch heute einfach noch zu Ende. Muss ich mal schauen. Ja gut, also das erste Buch, was ich angefangen habe, ist das, worauf aus irgendeinem Grund schon alle gewartet haben. Und zwar habe ich das erste Gesetz der Magie, das Schwert der Might von Terry Goodkin angefangen. Yay. Bin jetzt noch nicht relativ weit, ich bin jetzt auf Seite 50. Okay, da ist ja noch nicht wirklich was gut, passiert. Seite 70. Ja, es ist eben noch nicht wirklich passiert. Es ist jetzt noch nicht so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich ungefähr weiterlesen. Das ist noch gerade so der Anfang. Ja, das dauert so ein bisschen. Wo es langsam anfängt, interessanter zu werden. Aber bis jetzt ist es halt noch ganz gut. Wie kommst du so mit dem Schreibstil klar? Boah, ich habe eigentlich keine Probleme. Das ist gut. Das ist man merkt, dass das Buch ein bisschen älter ist am Schreibstil irgendwie. Ja, na gut, das ist auch High Fantasy. Manchmal sind die auch so anders geschrieben, finde ich. No. Da hast du noch viel vor. Ja, deswegen, das ist ja der Grund, warum ich noch ein zweites angefangen habe, weil damit ich zwischendurch auch wechseln kann. Ja, genau. Und jetzt ist der Akku leer. Yay! Noch ganz kurz, der Inhalt von das erste Gesetz der Magie von der Reihe ist sehr schwer zusammenzufassen. Irgendwas mit, es geht auf jeden Fall um einen Jungen namens Widget und sein Vater ist irgendwie gestorben. Und ich denke mal, es geht darum, dass er versucht, irgendwie das rauszufinden, wer das war oder sowas. Mein zweites Buch ist dann das neue von Ursula Poznanski. Ich lese gerade Shelter. Ich habe mich so drauf gefreut, dass ich es direkt auf die Leseliste packe. Leseliste packen musste und direkt angefangen habe, jetzt gerade es zu lesen. Ich bin aber erst auf Seite 59. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Hier geht es um Benny und seine Freunde, die eine Party feiern und sich dabei über zwei ihrer Gäste ziemlich aufregen und ein bisschen lustig machen, weil die halt an sehr seltsame Dinge glauben und Benny und seine Freunde beschließen dann, die ein bisschen reinzulegen, indem sie sich etwas sehr Verrücktes ausdenken. Und zwar denken sie sich aus, dass außerirdische Besucher halt auf die Erde gekommen wären und schmieden so ein paar Pläne, wie man das gut gestalten könnte, damit halt auch Leute drauf anspringen. Und ziemlich schnell gerät das Ganze aus dem Ruder und die Sache verselbstständigt sich. Und dann versuchen sie natürlich alles aufzuklären, was sie aber dann schnell in große Gefahr bringt. Ich kann heute nicht reden. Das ist so die Geschichte. Es geht auch wirklich sehr schnell los. Also ich bin ja erst auf Seite 59 und diese Sache mit dieser außerirdischen Geschichte ist schon im vollen Gange. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da dann alles noch kommt, wenn es jetzt schon so losgeht. Und ich finde es tatsächlich beängstigend. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das so, wie die das machen, im echten Leben funktionieren würde. Schon cool. Und ja, bisher liest es sich auf jeden Fall super, ist auch sehr interessant. Und wie gesagt, ich bin sehr neugierig, wie das noch so weitergeht. Ich habe mir übrigens eine Stelle markiert. Da wird mehr oder weniger erklärt, welche Merkmale Verschwörungstheorien haben, also warum die für die Leute funktionieren. Das fand ich irgendwie ganz spannend, deswegen habe ich mir das mal markiert in dem Buch. Gut, das zweite Buch, was ich angefangen habe, das habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil wir das mehr oder weniger spontan machen hier. Deswegen wird Franziska das hier irgendwie einblenden, neben uns. Neben uns. Und zwar habe ich als zweites Zane gegen die Götter angefangen, weil ich neulich mit dem Zug nach Braunschweig gefahren bin und weil ich mir langweilig war, habe ich das halt nebenbei angefangen und damit ich neben dem großen Buch noch was anderes lesen kann. Damit ich ein bisschen da weiter, damit ich auch so noch woanders weiterkomme. Mhm. Weil bei 1000 Seiten kann es sein, dass es dann irgendwo ein bisschen hängt. Ja. Jedenfalls in dem Buch geht es, ich bin da, weiß ich gar nicht, wo bin ich denn?
Ich glaube, ich bin auf Seite 80 oder sowas. Okay. Also es geht um Zane. Und Zane ist Teil einer Prophezeiung, wodurch er den Todesgott befreien soll. Der Maya. Es geht also um die Maya-Mythologie. Die haben übrigens einen Schokogott. Wusstet ihr das? Ein Schokogott! ich kann den Namen gar nicht mehr aussprechen. Finde ich immer noch cool. Also jedenfalls, bis jetzt ist es ganz interessant. Ich finde, Zane ist auch ein interessanter Charakter, weil er ein paar Einschränkungen hat, sage ich mal, auf einer, die ein bisschen, auf einer ein bisschen schwächer machen, aber er ist trotzdem halt auf einer etwas Besonderes. Mhm. Wo ich auch noch nicht gar nicht weiß, wieso. Vielleicht wird es noch erklärt. Und es ist schon ein sehr interessanter Charakter aufgetaucht, den ich mag. Okay. Die heißt Brooks. Die ist irgendwie, weiß nicht, ich finde die cool. Okay, ich bin neugierig. Ich habe das ist ja eigentlich mein Buch, also ich habe das auch noch auf dem Sub, von daher, ja, mal gucken. Mein letztes Buch, was ich gerade lese, ist Feuer kann einen Drachen nicht töten von James Hibbert. Das ist ein Buch zur Hintergrundgeschichte der Serie von Game of Thrones. Dieses Buch begleitet die Entstehung der Serie vom Anfang, von der Idee zur Serie praktisch, bis hin zur letzten Staffel und zum Ende der Serie. Und ja, ist wirklich was für alle Game of Thrones Fans. Ich bin da so durchgeflogen jetzt die ersten Tage. Ich habe jetzt schon gelesen bis Seite 202 an zwei Abenden oder so. Und es ist so mega interessant. Ich dachte ja erst, als ich das Buch gesehen habe, boah, das ist so groß und das liest sich bestimmt so eher trocken und so. Aber so ist es gar nicht, weil dieses Buch tatsächlich überwiegend aus Interviews besteht mit den Produzenten der Serie, mit den Kostümbildnern, mit den Darstellern vor allem aber auch. Und dadurch ist es halt doch total locker zu lesen. Man kriegt echt interessante Einblicke. Das Buch erzählt anfangs so, wie es dazu kam, dass die Serie gemacht wurde, weil der Autor eigentlich immer alle Angebote abgelehnt hat, weil er gedacht hat, das kann niemand umsetzen. Alle wollten aber auch einen Film draus machen. Und dann kamen eben diese zwei Männer und haben gesagt, hey, wir machen eine Serie draus. Und die haben da wirklich eine mega Leidenschaft für gehabt, weshalb der Autor schließlich gesagt hat, ja, okay. Aber dann gab es erstmal einige Schwierigkeiten, welche das waren, wie sie die überwunden haben und was dann so von Staffel zu Staffel so die schwierigsten Folgen und Herausforderungen für die Schauspieler waren, wie die Castings abliefen, was so ich im Hintergrund so alles abgespielt habe, das könnt ihr alles in diesem Buch lesen. Ich kann es euch wirklich empfehlen, wenn ihr Fan der Serie seid. Und ja, ich habe mir schon ganz viel markiert, was ich so besonders interessant fand. Und ich kann euch sagen, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, werdet ihr euch nicht mehr aufregen, wenn ihr ins Kino geht zu einer Buchverfilmung und die Schauspieler irgendwie nicht genauso aussehen wie im Buch oder so, weil man da, oder wenn Szenen weggelassen werden oder so, weil man hier echt merkt, was da alles hintersteckt. Also es ist unglaublich. Und dann kann man solche Entscheidungen deutlich besser verstehen. Ja, also wirklich eine Leseempfehlung. Sind auch ein paar Fotos drin. Der Schutzumschlag ist ein Poster. Und geschrieben wurde das Ganze eben von einem Journalisten, der die Dreharbeiten über die Jahre immer wieder begleitet hat und eben diese Interviews geführt hat. Also sozusagen aus erster Hand. Ist richtig, richtig cool. Ja, ein kleines spontanes Highlight, was nicht auf meiner Leseliste war. Heißt, wenn ich das schaffe und die anderen Bücher auch noch, habe ich meine Leseliste sogar überboten. Ja, das muss ich erstmal hinkriegen. Ja, und wenn ich Light It Up ja auch noch beende, habe ich sogar um zwei Bücher überboten. Wir werden sehen. Naja, das war unser Current Reading, unser kleines, kompaktes. Ihr findet die Bücher unten in der Infobox. Schreibt uns doch gerne mal, was ihr davon selbst schon gelesen habt oder was ihr gerade lest. Wir freuen uns auf die Kommentare und ansonsten war es das an dieser Stelle. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und dann freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.